Wunderschönen guten Morgen. Wir haben in den letzten Stunden in DB über die Shell als Programmiersprache gesprochen, haben einige Eigenschaften angeschaut, haben dann am Ende gesehen, dass es Kontrollstrukturen gibt, dass die nicht immer gleich sind wie in uns bekannten Sprachen, gell? Aber es sind Kontrollstrukturen, die eben Verzweigungen und Schleifen zulassen und wir haben kein Go-To. So, ja, dann kommen wir ans Ende und am Ende dieses Kapitels stehen die Übungen. Geil, also wir werden in den nächsten Stunden verschiedene Skripts entwickeln und dabei schauen, eben dieses hier umzusetzen. Geil? Schauen wir mal. Also im Abschnitt zu den Betriebssystemen gibt es in unserem Moodle diese Übungen. Okay, Übungen zu Shell Scripts 1. Und hier sind mehrere Übungen, die wollen wir entwickeln und ihr kommentiert, was ihr macht. Gell? Mhm. Also, erstens, also entwickeln Sie ein Skript, das alle als Argument angegebene Dateien zusammenhängt und schreiben Sie sie in die gewünschte Ausgabedatei. Machen Sie Sicherheitsabfragen, um Datenverluste zu vermeiden. Gell? Ja, was soll denn gemacht werden? Es sollen also die übergebenen Dateien zusammengehängt werden und in eine Ergebnisdatei geschrieben werden. Gell? Und das machen wir mit einem Skript. Gell? Also das Skript bekommt Argumente. Das erste Argument, das ist die Datei mit den zusammengehängten Dateien und dann übergeben wir den Pfad auf die Dateien oder einfach nur die Dateinamen. Gell? Und da soll man dann überprüfen, dass man hier kein Chaos verursacht. Gell? Mhm. Okay, dann entwickeln Sie ein Skript, kkill9 heißt es. Und was soll denn das machen? Das sollen alle übergebenen PIDs das Signal 9 schicken. Gell? Okay. Also ja, kill minus 9, gell, das ist das harte Signal, gell, also man 7 Signal, gell. Und wenn wir hier runtergehen zu den Signalen, da ist es schon, gell, also das 9 Sig kill, gell, also das heißt, wenn wir einem Prozess dieses Signal schicken, dann hat er keine Chance, gell, also dann muss er das System verlassen. Mhm. Und ja, hier wollten wir ein Skript machen, das eben nicht nur eine Prozess-ID bekommen kann, sondern eine ganze Liste von Prozess-IDs und jeder Prozess soll dieses Signal 9 bekommen. Geil. Mhm. Dann simulieren Sie folgende C-Schleife in einem Shell-Skript. Also ja, for i gleich 1 bis 10, printf i ausgeben. Und zwar wollen wir hier nicht einfach hergehen und diese Schleife benutzen, die es im Bash gibt. Gell? Also diese Schleife, wenn man sucht, gell, die gibt es in der Bash, gell? Sondern wir wollen die bereits gesehenen Schleifentypen verwenden. Gell? Also wir haben in diesen Folien gesehen, da gibt es eben einige Schleifentypen und gibt es eine Vorschleife, gell? Die durchläuft hier die Elemente des Strings, gell, also dieser Liste, die man angibt, das ginge von 1 bis 10, die kann man aufschreiben, die Elemente. Gell. Wenn ich aber schreibe von 1 bis 10.000, dann wird das mit Aufschreiben eher umständlich. Gell. Also dann ist vielleicht eine andere Schleife die interessantere. Gell. Okay, dann Backup. Also eine typische Aufgabe in der Administration. Und zwar wollen wir jetzt ein Skript schreiben, das die Benutzerdaten sichert. Also das könnte ja auch in unserer Schule so sein, dass ein Skript läuft, das die Benutzerdaten sichert. Und die wollen wir so sichern, dass für jeden Benutzer ein eigenes Archiv erstellt wird. Also da gibt es irgendwo dann ein Lukas.dar.gz, gell, und eine Sophia.dar.gz, gell, und ein Michele.dar.gz und so weiter, gell. Also für jeden Benutzer wird dann ein eigenes Archiv erstellt und dieses Archiv beinhaltet sein Benutzerverzeichnis.
Gell? Also das ist das, was wir jetzt machen wollen. Gell? Also die Benutzerverzeichnisse wollen wir sichern. Gell? Verzeichnis für Verzeichnis. Und da müsst ihr halt eine mehr sinnvolle Annahme treffen. Gell? Also eine Annahme, die ja, vielleicht besagt, wo diese Benutzerverzeichnisse sind oder besagt, wo das Zielverzeichnis für das Backup ist. Gell? Also hier kann man sich auch ein bisschen Fantasie walten lassen. Gell? Also ja, okay. Und wichtig ist, Benutzer für Benutzer muss ein eigenes Archiv erstellt werden. Dann, ja, ein Administrator braucht ein Skript, das eine Datei einliest und bis auf die letzten n Zeilen alles auf stdout ausgibt. Also, hier will man anders als bei heat oder bei tail, gell, nicht den Anfang oder das Ende, sondern man will die letzten n Zeilen am Ende nicht haben. Gell. Und ja, es sollen also die letzten n Zeilen nicht ausgegeben werden. Wie schaut denn der Aufruf aus? Also abschneiden die Datei und dann wie viele Zeilen nicht ausgegeben werden sollen. Okay, dann wget. Wget haben wir im System gesehen, gell? Das ist doch dieser Befehlszeilen Browser, gell? Oder Befehlszeilen Downloader, gell? Würden eher welche sagen, nicht Browser. Und ja, wenn jemand ein großes Download macht, gell, dann macht er das vielleicht am Abend, vor zu Bett gehen, gell, startet er das, gell, weil sonst schimpfen alle, gell, und sagen, du brauchst das ganze Internet. Und dann hat man sich darauf geeinigt, okay, er darf die Nacht Downloads machen, gell, und dann startet er am Abend Downloads, gell, und möchte dann den PC ausschalten, wenn er fertig ist, gell, also er will den nicht die ganze Nacht laufen lassen. Also muss man hier eine Lösung finden, um diese Downloads zu überwachen. Und am Ende will man hier, ja, hier steht Internetverbindung schließen. Gell? Also das war früher vielleicht ein Thema, heute weniger. Gell? Hat irgendein SBIN if down gegeben, gell? Oder if down und vielleicht die Schnittstelle dann, wenn ein Modem dran war. Gell? Heute, ja, heute ist das nicht mehr. Gell? Und ja, und dann wollen wir die Maschine herunterfahren, gell? Okay. Dann. Wir wollen ein Skript schreiben, das alle Dateien sucht, die ein Hardlink zur übergebenen Datei sind, gell? Also Hardlinks, gell, das sind ja solche Einträge im Dateisystem, die die gleiche I-Number haben wie wir, gell? Und jetzt wollen wir solche suchen, gell? Wir sollen also im System schauen, ob es einen Hardlink zu einer übergebenen Datei gibt. Gell? Also wir übergeben die Datei und das Skript soll starten und nach Hardlinks suchen. Gell? Also da könnt ihr euch ja, Fantasie ein bisschen walten lassen. Ja, ihr könnt jetzt über das ganze Verzeichnis, über den ganzen Verzeichnisbaum suchen gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Ihr könnt jetzt aber auch sagen, ja, ihr gebt irgendwo ein Startverzeichnis an und ab dort geht ihr eben suchen in dieser Verzeichnisstruktur, weil das wäre auch eine Möglichkeit. Gell? Vielleicht sinnvoller, dass man offen lässt, wo man sucht. Gell? Okay. Ja, und dann sollen die halt ausgegeben werden, diese gefundenen Dateien. So, und jetzt zum Schluss, das ist eine kleine Knobelaufgabe. Und zwar, ein Benutzer nimmt sein Notebook von zu Hause mit zur Arbeit. Es stört ihn, dass er in der Arbeit einen anderen SMTP- und DNS-Server benutzen muss als zu Hause und diese Einstellungen manuell durchführen muss. Die IP-Adresse und der Gateway sind in beiden Netzen identisch. Gell? Also, er hat zu Hause das so gemacht, weil dass er zu Hause die gleiche IP-Adresse hat wie bei der Arbeit und auch den gleichen Gateway. Gell? Er hat gesagt, naja, ersparen wir uns etwas Arbeit. Gell? Und hat dann zu Hause eben Gateway und die IP-Adresse auch fürs Notebook und alles gleich eingerichtet wie bei der Arbeit. Also muss er das nicht umstellen. Gell? Ja, und jetzt sucht er da eine Lösung, wie sich das konfigurieren kann, ohne dass er das da händisch machen muss. Gell? Und typisch eben in der Firma gibt es Server, die er zu Hause nicht hat. Das ist eine Möglichkeit des Suchens. Ja, das ist so eine Aufgabe, bei der man überlegen kann, welche Lösung es geben kann, welche Hilfestellungen. Ja, also,
machen wir diese Übungen. Und ja, wer Probleme hat, der meldet sich einfach.